Es ist einfach kalt hier, ey. Ich friere. Ob das mit der Abstimmung zu tun hat, wir wissen es nicht. Wir sind jetzt, glaube ich, schon live. Ich gehe mal davon aus, und wenn nicht, super es trotzdem. Hallo und herzlich willkommen heute zur, ich muss es immer ablesen, 12. Episode am, wir haben jetzt genau den 10. September, klar. Gestern war der 9. 12. Episode von DE Talk. Heißen wir hier alle herzlich willkommen, wie immer. Es hat sich viel ergeben, es ist viel passiert in den letzten Tagen. Das ist heute unser Thema. Darüber wollen wir heute reden, aber nicht nur darüber, sondern auch chronologisch, wie es gleich morgen weitergeht. Stichwort Übergabe der Petition in Straßburg. Bevor wir das tun und ins Detail gehen, möchte ich wie immer natürlich unsere heutigen Mitstreiter und speziell auch unseren heutigen Gast vorstellen, damit ihr alle wisst, wer euch heute beglückt. Und das tue ich nach alter Manier, indem ich erstmal unseren Arbeitskreis hier oder unsere Kollegen intern vorstelle. Ich fange einfach mal heute bei Thomas an. Hallo Thomas. Hallo, schönen guten Abend und ja, schon wieder der erste Fehler, Marc. Ladies first. James Mars, ich weiß, das hatten wir letztes Mal, das ist mir auch gerade aufgefallen, wo ich es schon gesagt habe. Naja, nächstes Mal. Ja, ich würde sagen, wir geben einfach mal der Steffi das Wort. Ja, hallo Steffi. Ja, hallo. Ich freue mich heute wieder hier zu sein Ja. und werde euch gleich ein bisschen was erzählen. Jo. Hallo Norbert. Hallo erstmal. Ich weiß Hallo nicht, ob Sie erstmal. es wussten, aber wir machen Diätung. Richtig. So. Und unser Special Guest heute ist der Sven Mayhöfer, der als erster Vorsitzender der IGED fungiert. Hallo Sven. Guten Abend. Danke für die Einladung, dass ich heute hier sprechen darf. Ja, Und wir werden uns später ein bisschen über die Petition unterhalten, wie es weitergeht. genau, du bist aber auch herzlich willkommen, zwischendrin einfach genauso mitzureden, wie wir das hier auch tun. Ja, Alles klar. klar. Ja, es ist in den letzten Tagen viel passiert. Ich war nicht immer online. Ich bin nicht so gut informiert, wie das Steffi ist, die zusammen mit Lilly eine Menge Recherchearbeit gemacht hat oder die das zusammen gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht. Das ist wirklich eine Menge passiert. Das ist ein langer Dauerlauf, den wir hier machen. Und in den letzten Tagen ist eine Menge passiert. Und das soll jetzt erstmal Thema sein. Das will Steffi uns einfach mal vorstellen. Ja, zusammen mit Lilly, wir haben Tage, Stunden, Nächte damit verbracht, den Stand der Dinge zu recherchieren. Und der hat sich ja auch noch täglich verändert. Ich gebe jetzt einfach mal meinen Bildschirm frei und zeige euch, was unseres Ergebnis war. Und dann möchte ich auch einfach mal direkt schon einleiten. Es ging los am 30.08. Oh, macht nicht das, was er soll. So, da ist am 30.08. ging es los. Eigentlich ging es schon am 29.08. los. Da wurde nämlich endlich der Bericht veröffentlicht, der von Envi vorgelegt wurde für das Plenum. Und am 30.08. hat Frau Sommer sich dann auf Facebook beschwert, dass sie gestern Abend endlich veröffentlicht wurde, aber dass das eine erste Hoffnung auf eine Verschiebung wäre, weil die Abgeordneten das Recht hätten, A, in ihrer Muttersprache zu arbeiten und B, wäre die Zeit ja viel zu kurz. Und so war das mit der erste Hinweis darauf, dass das Ganze verschoben werden könnte. Und am nächsten Tag konnte man im Spiegel, in der Vorabversion des Spiegels, konnte man schon lesen, dass der Fraktionsvorsitzende, ist es nicht, nein, aber das ist der CDU-Politiker Herbert Reul, offiziell für eine Verlegung plädieren würde. Und
weil Positionen der anderen Ausschüsse im Parlament quasi nicht berücksichtigt wurden. Und schon da fing die Gegenfraktion, also die rote SPD-Fraktion, an, darauf hinzuweisen, dass das Ganze eine Finte der Tabakindustrie wäre. Also alles Lobbyarbeit und die Lobby würde darauf hinarbeiten, dass es zu keiner Regulierung kommt, bis die Neuwahlen sind. Die EU-Neuwahlen. Die EU-Neuwahlen, die sind im Mai 2014 und die Tabaklobby hätte natürlich ein Interesse, dass es bis dahin keine Einigung gibt, aber das war halt eigentlich nicht der Grund für die jetzige Verschiebung. Frau Sommer hat auch am nächsten Tag da auch gleich noch reagiert. Sie wurde nämlich in diesem Spiegel als Büttel der Tabakindustrie hingestellt und fand das eine unheimliche Kollegenschweinerei von Herrn Groth und hat das Wort auch so benutzt. Mhm. Ja, da war schon mal ganz schön was los. Ja. Am 2.9. ist dann Dave Dorn mit SAF nach Brüssel gefahren und hat uns angekündigt auf via Twitter quasi, dass sie sich mit MEPs treffen, also mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments, und dass es dann am nächsten Tag eine Pressekonferenz geben würde. Die beiden initiiert haben, ne? Ja, so sieht das aus. Und dort mit Jerry Stinson, mit Clive Bates, mit Konstantinos Fasalinos und mit Jacques Lehoussac, die diese Pressekonferenz mit gemacht haben. Und man hat dann bei Paper Trails innerhalb der Woche auch diese Pressekonferenz sehen können und was da so passiert ist. Unter anderem ist dort auch passiert, dass ein sehr schönes Foto entstanden ist. Das sind liberale Abgeordnete, soweit ich weiß. Von links nach rechts sind das Rebecca Taylor, Chris Davies, Phil Bennion. Und dann kommt Dave Dorn mitten dazwischen, Fiona Hall und Graham Watson. Und letzte Frau konnten wir nicht identifizieren. Und die haben dieses tolle Banner gehalten. Man sieht Phil Bennion mit der Dampfe in der Hand. In dem Video sieht man auch, wie er dran zieht. Und ja, das war am 3.9., da ist unheimlich viel passiert. Auch am 3.9. Ja. hat Clive Bates auf seiner Seite einen Briefwechsel veröffentlicht. Und zwar einen Briefwechsel, der an alle Mitglieder des Parlaments geschickt wurde. Und zwar der erste Brief kam von Karl-Heinz Florenz, unserem Freund. Und der hat nochmal versucht, seine Argumente für die Arzneimittelregulierung unter die Leute zu bringen. Nicht gerechnet hat er wohl damit, dass ihm jemand antwortet, und zwar Fabrizio Berton. Der hat geantwortet und hat sämtliche Argumente vorgetragen, die wir in den letzten Wochen anbringen. Also, dass die Tabak- und Pharmaindustrie die Nutznießer von dieser E-Zigarettenregulierung sind, dass der Markt kaputt geht, dass es schon Regularien gibt, dass es gar nicht so gefährlich ist, wie alle sagen. Das hat er wirklich auf den Punkt gebracht und auch an alle Mitglieder des Parlaments geschickt. Das war echt eine saubere Sache. Und aber wird vielleicht mal, auch... Noch mal ganz kurz zu der Pressekonferenz. Da waren ja auch hochrangige Medienvertreter mit dabei. Ne? Ja, also die BBC war wohl dabei und die Times hat Interviews gemacht und es war... Ja, da war ganz schön was los. Da war was los. Kann man so sagen. Dave Dorn ist im Anschluss an diese Pressekonferenz, die er mit den vier Leuten zusammengegeben hat, auch von vielen Medienvertretern als auch von einigen MEPs interviewt und befragt worden, ne? Ja, er hat auch hinterher auf Twitter geschrieben, dass er sich das nicht hätte vorstellen können, dass er mit so vielen MEPs gesprochen hat und dass die auch tatsächlich interessiert waren an dem, was er zu sagen hatte. Also das, die E-Zigaretten waren wirklich Thema im Parlament in dieser Woche. So, das zeigt das eigentlich. So, ja, gut, sehr dann gut. 9. Und Linda McEvans, unsere Lieblingsfreundin, hat am 3.9. schon gepostet bei Twitter,
dass die Tabaklobby versucht, eine Verschiebung oder ein Delay, das kann man eigentlich im Deutschen, also Delay ist so sehr passend, ne? Also es ist ein Verschleppen dieser Abstimmung. Um einen extra Monat für Lobbyarbeit zu gewinnen und dass das nicht passieren dürfte. Und sie hat an dem Tag auch Twitter mit Fakten zugespammt. Also die hat wirklich, glaube ich, 10, 15 Tweets hintereinander gemacht. Die Kinder fangen an zu rauchen jeden Tag und wie viele Leute sterben und wie schrecklich das alles ist, sodass man da unbedingt was gegen tun muss. Die typischen Argumente, die Gegenargumente. Die typischen Gegenargumente, die wir schon zu Genüge kennen, schon sehr lange kennen. Das kennen wir alles schon zu Genüge, ja. Genau. So, am nächsten Tag startet der Tag im Prinzip damit, dass via Twitter und Facebook zu verfolgen war, wie sich die Mehrheiten für die Verschiebung bildeten. So hat der ALDE-Vorsitzende Verhofstadt, der hat gesagt, er macht mit bei der Verschiebung, wenn die EPP sie beantragt. Und Frau Sommer hat auf Facebook geschrieben, dass die EVP offiziell die Verschiebung fordert und die ECR mitmacht, wenn ALDE mitmacht. Das sind jetzt alles Parteien in dem EU-Parlament, ne? Das sind die Fraktionen im EU-Parlament und diese Fraktionen, also diese vier, haben die Mehrheit. Wobei man sagen muss, dass EPP und EVP das gleiche sind, nur ein anderer Name. Die heißen auch manchmal PPE, also das ist ein bisschen verwirrend. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall wichtig ist, dass sie eine Mehrheit haben und dass sie sich irgendwie einig geworden sind, dass sie die Verschiebung wollten. Und außerdem hat Frau Sommer bei Facebook dann noch geschrieben, dass die Fraktion, also ihre Fraktion, in Sachen E-Zigarette den Rechtsausschuss folgt und dass Herr Florenz diese Linie nun offiziell vertreten muss, was ihm überhaupt nicht passen wird. Mhm. Wahrscheinlich. Am gleichen Tag hat Linda McEwen auf ihrer Homepage versucht, noch Schadensbegrenzung zu beschreiben und schrieb dort, dass die ihre Fraktion, die SD-Fraktion, alle MEPs bittet, den Zeitplan einzuhalten. Und Hannes Svoboda hat sich dort geäußert, dass er tief enttäuscht ist, dass sie die Richtlinie verhindern wollten. Und die Richtlinie würde ja in erster Linie die Kinder beschützen. Und Linda McEwen sagt, es gäbe keinen Grund für eine Verschiebung und man dürfe dem Lobbydruck nicht nachgeben. Und der Rat hätte sich ja schon längst positioniert, also es müsste unbedingt abgestimmt werden. Ja, und dann am nächsten Tag haben wir hier... Genau, das ist der Donnerstag. Das ist der Tag, an dem das Ganze beim Rat der Präsidenten dann diskutiert wurde. Mhm. Und an diesem Tag hat Clive Bates in Zusammenarbeit mit Professor Jerry Stimson, Konstantinos Phasalinos und Jacques Lehoussac, die auch ja vorher schon auf der Pressekonferenz waren, die haben einen Brief gesendet an den Rat der Präsidenten, in dem sie nochmals die Gründe erklären, warum die Verschiebung der Tabakproduktrichtlinie wichtig ist und warum sie unbedingt verschoben werden muss. Also, dass man es richtig machen soll, lieber mehr Zeit zum Bedenken braucht, dass die MEPs noch gar nicht verstehen würden, worüber sie überhaupt abstimmen und weil dass die sie Zeit, diese Zeit brauchen würden. Genau, weil die Zeit viel zu kurz war, das hatten wir schon mal ganz kurz in der letzten Episode angesprochen, dass das so eine Spielerei mit dem Terminkalender war, dass die aus dem Urlaub zurückkommenderweise so gut wie überhaupt gar keinen ganzen Tag gehabt hätten, das überhaupt durchzulesen, worum es geht, worüber sie abstimmen sollten. Das wäre also äußerst ungünstig gewesen. Und die haben einfach daran appelliert, die Zeit nochmal zu nutzen, damit die Leute das sich überhaupt vernünftig und in Ruhe mit Bedacht und mit Verstand durchlesen können, ne? So wie es sein soll. Ja. Ganz genau. Und dann warteten wir alle den Donnerstag, dass dieser Rat der Präsidenten mal fertig wurde. Und
Und sobald die fertig wurden, erschlug es einen quasi, wenn man auf Tisch schaute. Mhm. Und zwar wurde tatsächlich vom Rat der Präsidenten beschlossen, dass die Tabakproduktrichtlinie, ach, das ist auch ein schweres Wort, Entschuldigung, also dass die PD verschoben wird. Wir haben ja jetzt mal beispielhaft die Tweets der Offiziellen sozusagen zusammengefasst. Alle haben getwittert, das wird verschoben. Die eine Seite hat gesagt, das ist gut, und die andere Seite hat natürlich gesagt, das ist nicht gut. Okay. Aber wichtig war erstmal, dass es verschoben wurde. Dann gab es Gerüchte, dass Linda McEwen die sogenannte Regel 140 oder teilweise auch 142 anwenden wollte. Und das wurde auf Twitter auch ausführlich diskutiert. Alle haben es diskutiert, nur Linda nicht. Die hat nicht mitdiskutiert. Aber ja, diese Regel, die regelt die das Absegnen der Tagesordnung im Prinzip. Also das wird am Anfang von jeder Plenartagung gemacht, dass die Tagesordnung abgesegnet wird. Und in dem Rahmen haben die Mitglieder die Möglichkeit, Anträge einzubringen, die die Tagesordnung berücksichtigen. Mhm. Und so hätte Linda McEwen oder wer auch immer aus ihrer Partei einen Antrag einbringen können, der halt die TPD wieder zurück auf die Tagesordnung setzt. Mhm. Und dabei haben die darauf spekuliert wohl, so sagt man, dass von den Gegnern halt gar nicht genug Leute anwesend sein könnten. Zum Beispiel die Deutschen, Christdemokraten, was ja auch viele sind, die wären wegen des Wahlkampfes gar nicht pünktlich da gewesen. Des deutschen Wahlkampfes. Ja, genau, aufgrund des deutschen Wahlkampfes. Die wären später angereist und würden halt später kommen. So hat man angenommen. Ob das dann am Ende tatsächlich so war, wissen wir natürlich nicht. Ja, aber das wurde natürlich schon heiß diskutiert. Linda McEwen hat dann später geschrieben, dass sie den Zeitplan respektieren würde. Aber dem hat ja auch keiner getraut, und es hat sich ja gezeigt, das war auch gut, dem nicht zu trauen. Aber da kommen wir gleich zu. am 9. schließlich, das war der Freitag, gab es dann noch eine Presseerklärung von den deutschen Leuten von der S&D-Gruppe, in der sie nochmal unterstrichen haben, wie enttäuschend sie das finden, dass der Zeitplan über den Haufen geworfen würde und wie gefährlich das wäre, dass jetzt halt, dass es sein könnte, dass es innerhalb der Legislaturperiode keine Entscheidung gibt. Und vor allem immer wieder CDU, CSU knicken vor der Tabaklobby ein. Das ist alles ein Tabaklobby-Machwerk, und es wird von den Gegnern gar nicht anerkannt, dass es da tatsächliche Gründe für gegeben hat. Mhm. So, dann kam das Wochenende und wir warteten alle, was passiert. Es passierte so nichts mehr. Wir mussten abwarten, was passiert. Das heißt, und der dann, eigentliche 9. September rückte immer näher, ne? Und die Spannung baute sich auf. Genau. Was denn jetzt wirklich dabei rauskam bei der eigentlichen Abstimmung? Wir sagen, und dann kamen sie zu spät. Und das ist tatsächlich so gewesen. Alle haben ganz gespannt gewartet auf die Plenartagung. Die Dampfer haben sich wahrscheinlich zu Hunderten vor ihren Computern niedergelassen, um sich die Abstimmung über eine Tagesordnung anzugucken, was ja eigentlich auch total bekloppt ist. Aber dann, am Ende dieser Abstimmungen, stand Herr Svoboda auf. Er war ganz entrüstet und erklärte uns wörtlich, dass wir hätten nämlich gerne den Antrag gehabt, die Tabakrichtlinie wieder auf die Tagesordnung zu setzen, was uns abgelehnt worden ist, nachdem wir 20 Minuten zu spät waren. Das heißt, die haben einfach nicht geschafft, diesen Antrag pünktlich einzureichen. Und damit war die Verschiebung dann endgültig offiziell. Das heißt, die Regel 140 konnte aufgrund dieser 20-minütigen Verspätung nicht angewendet werden, ne? Ganz genau. Die haben es einfach verpasst, den Antrag pünktlich abzugeben. Tja, und was sagen wir dazu? Das Motto unserer Sendung, das muss Schiebung sein. Mhm. Die Armen. Also ich habe ganz großes Mitleid mit Herrn Svoboda.
Das ist schon schwierig, sowas pünktlich zu machen, ne? So, das war das, was passiert ist letzte Woche. Ja. Entschuldigung an alle Zuschauer, wenn das jetzt zu trocken war, aber es war wirklich schwierig, das irgendwie zu auf eine kurze Zeit zu reduzieren. Das ist eigentlich noch viel, viel mehr. Also wir haben wirklich Stunden und Nächte damit verbracht, nach Infos zu suchen, und es war unheimlich viel. Es ist wirklich, es war Thema im Parlament, und das ist für mich eigentlich die wichtigste, der wichtigste Schluss daraus. Es war wirklich Thema. Also die Parlamentarier haben drüber gesprochen, und zwar auch im Speziellen über die E-Zigarette, und das finde ich super. Also das, was wir tun, hat irgendwie einen Sinn, weil wir werden irgendwie gehört. Es wird drüber gesprochen, und das finde ich toll. Ja. Ja? Gut, aber auch erstmal schönen Dank für den Vortrag zum einen und für die Arbeit. Ich sag mal hier ganz laut in der Öffentlichkeit, das, was ihr beiden vorbereitet habt, ist noch wesentlich länger gewesen. Wir haben das schon gekürzt, weil es teilweise trocken ist. Aber wenn man die Zeit miterlebt hat, dann ist jetzt in diesen letzten, was weiß ich, wie viele Tage das jetzt waren, in der Woche ungefähr, ist da eigentlich sehr viel passiert. Ne? Das, was sich sonst über Tage, Wochen und Monate erstreckt hat, ist jetzt hier in dieser kurzen Zeit, ist wirklich, hat sich sehr viel getan. Lass mal auch die Pressekonferenz mit Dave Dorn mit da reinspielen und dann das Hickhack in der EU selber. Mit erstmal kann man das sagen, für uns einem positiven Ausgang. Dass die Planung, das Spiel mit dem Terminkalender von Linda McEvans nicht so geklappt hat, wie es aus ihrer Sicht klappen sollte. Das ist also erstmal schon mal ein ganz klarer Punktesieg für uns. Und das müsste man eigentlich auch immer wieder betonen, dass der Zeitplan, wie er jetzt ist, das ist der ursprüngliche Zeitplan. Ja. Ja. Es war ursprünglich für den Oktober gesetzt, und warum auch immer die jetzt behaupten, es wäre anders, es entspricht den Tatsachen. Es war für Oktober gesetzt und wurde vorverlegt. Ja, und das ist nun mal dadurch, wie auch immer man das jetzt werten will, Fakt ist, diese Vorverlegung, und ich wiederhole es nochmal, das Spiel mit dem Terminkalender ist, also dieser Coup hat nicht geklappt. Ja. Das ist schon mal ganz genau gut für uns und gut für die Entscheidung, dass die vernünftig und mit Verstand vonstatten gehen kann und nicht einfach so holterdiepolter schnell über die Tagesordnung rübergezogen. Gut. Ja, nochmal schönen Dank dafür. Wir hoffen, dass das einigermaßen verständlich rüberkam für die Leute, die das nicht miterlebt haben. Ich selber habe das auch nicht miterlebt, so live, wie ihr das getan habt und auch recherchiert und zusammengetragen habt. Ich konnte mich darüber auch sehr gut informieren. Ja, also nochmal schönen Dank an euch beiden. Das ist die Hauptsache. Wenn ich nur dich damit informiert habe, dann hat sich die Arbeit schon gelohnt. Na, ich denke aber, die eine oder der andere, den können wir bestimmt auch noch mitnehmen und mitinformieren und abholen. Gut. Wir versuchen mal einfach, so gut uns das heute gelingt, in der heutigen 12. Episode chronologisch weiterzumachen. Also das war eine gute Zusammenfassung der letzten Tage. Gestern wäre diese Lesung und die Abstimmung eigentlich gewesen. Heute haben wir den 10. Ursprünglich war auch geplant, dass die Petition, ich glaube, das ist die erste Petition gewesen, die europaweit losgetreten wurde von der IGED. Die Petition, die bestimmt alle kennen, weil sie alle unterschrieben haben, dass diese Petition an die EU, dass die übergeben wird, persönlich übergeben wird von der IGED. Das hat sich auch verschoben, das ist nämlich morgen. Also anstatt, wann war es, Norbert, helfen mir, eigentlich wäre es gestern gewesen, oder nicht? Ja, bitte? Gestern. Am 9., ne? Und ihr habt gestern keinen Termin gekriegt bei Martin Schulz? Schulz. Schulz, danke. Also der Termin wäre gestern gewesen, aber der wurde kurzfristig durch das Büro Schulz verschoben. Und deswegen habt ihr morgen einen Termin bekommen. Genau. Genau. Ihr fahrt da also morgen hin. Es geht darum, die Petition, wo 27.000 Dampferinnen und Dampfer online unterschrieben haben, dass ihr die übergebt, persönlich.
Richtig, genau. In der Form, ihr habt das ausgedruckt? Ja, in mühevoller Kleinarbeit, alles einzeln ausgedruckt, ja. Ja, wie viele Seiten sind das geworden? Also insgesamt umfasst die Petition jetzt ohne das Anschreiben 844 Seiten. Wie viele Unterschriften sind da drauf? 27.530. Aber es geht ja noch weiter, oder? Genau, also ist es momentan nicht geplant, das zu schließen. Es soll einfach ein Zeichen setzen, dass wir nicht aufhören werden und dass wir mit der Meinung der EU in keinster Weise gleich gehen. Also diese Zahl 27.000 ist, soweit ich das überblicken kann, bislang die größte Zahl, die zustande gekommen ist, wo wir Dampfer uns europaweit artikulieren oder wo uns europaweit gegenüber der EU melden, oder nicht? Nicht ganz? Nicht ganz. Die Franzosen haben uns, glaube ich, überholt, soweit ich das sehen kann, aber auch nur durch kräftige Unterstützung aus Deutschland, würde ich sagen. Was war denn da für eine Zahl? Bei welcher Aktion? Da habe ich neulich was von 30.000 gelesen. Gut. Das sind 2.500 mehr. Wollen wir uns jetzt nicht über Kleinigkeiten streiten, aber trotzdem sind es beide sehr, sehr große Zahlen. Wie habt ihr das denn, also wie viel Zeit habt ihr denn in dem Termin morgen? Also Zeit, wir haben uns jetzt nicht so um die Zeit unterhalten, Büro Schulz. Es wird eher offen sein. Es liegt auch daran, wie die, also die Petition wird ja nicht dem Schulz direkt übergeben, weil er anscheinend keine Zeit hat. Ja. Wir übergeben sie der Frau Mazzoni, wie auch angekündigt wurde in den Foren. Und die Frau Mazzoni ist die Vorsitzende des Petitionsausschusses der EU. Und eventuell kann man dann diese Zeit nutzen, wenn genug Zeit bleibt, auch nochmal mit ihr zu sprechen oder ja vielleicht auch mit anderen Anwesenden zu sprechen. Also ich würde sagen, ich will mich jetzt nicht auf eine Zeit festlegen. Ich würde nicht sagen, es dauert 15 Minuten oder 30 Minuten. Es kann auch 2 Stunden dauern. Das Ende ist offen. Ja. Was für eine Unterstützung habt ihr denn? Also es ist so geplant, so wie ich das rausgehört habe, dass du, Sven, zusammen mit Norbert da hinfahrt. Ist das richtig? Korrekt. Also wir fahren zu dritt hin. Die Petitionsübergabe anscheinend findet aber hinter verschlossenen Türen in Anführungsstrichen statt, also im nicht öffentlichen EU-Bereich, so wie mir telefonisch angekündigt wurde. Wir würden uns aber dennoch freuen, wenn draußen einige Mitglieder oder auch Dampfer an sich stehen würden und einfach zeigen, wir stehen hinter euch, wir sind dabei, wenn unsere Meinung gesagt wird. Dürft ihr denn Fotos machen bei dieser Übergabe, bei diesem Akt? Das habe ich jetzt explizit nicht gefragt, aber ich denke, das sollte schon möglich sein. Und ich nehme an, ihr werdet natürlich auch irgendwie darüber berichten, ne? Ja, das natürlich. Also eine kurze Zusammenfassung wird es auf jeden Fall geben. Also ein kleiner Bericht wird auf jeden Fall kommen. Ja. Finde ich gut, dass er das macht. Ich meine, das ist ja auch nicht einfach. War das schwierig, da diesen Termin zu kriegen oder so? Was heißt schwierig? Es war eine langwierige Prozedur, eben auch durch die Sommerpause. Musste schon mehrmals anfragen, bis dann endgültig eine Antwort kam. Und jetzt auch durch diese Verschiebung hat sich auch der Termin verschoben. Und also es war langwierig, aber nicht schwierig. Ja. Worum geht es jetzt nochmal genau in der Petition, so meinen Stichworten, weil inzwischen haben viele, die unterschrieben haben, schon wieder vergessen, worum es da ging. Vor allem, das ist auch nicht die einzige, ne? Die eine Petition, ja auch die andere, aber ich denke mir, das ist zumindest die mit den meisten Stimmen. Ne? Korrekt, also der Kernsatz ist einfach der, dass wir eine Regulierung außerhalb einer Tabakkontrolle oder einer Medizinrichtlinie verlangen. Die E-Zigarette ist ein Genussmittel, soll als solches behandelt werden und wir haben ja generell nichts gegen Regulierung, ja, aber sollte es in einem, sagen wir es mal, gesunden Rahmen erfolgen, in einem Rahmen, mit dem auch wir umgehen können, also auch die Konsumenten umgehen können. Und das wird in einer Tabakkontrolle oder in einer Medizinrichtlinie, wo ich dann in der Apotheke betteln muss, dass ich meine Dampfe kriege, definitiv nie geschehen. Es muss der freie Markt weiterhin bestehen bleiben. Ich meine,
Warum ist die E-Zigarette so erfolgreich? Eben dadurch, ich bekomme sie überall, ich kann sie benutzen, wann ich möchte, wie ich möchte. Der Markt reguliert sich hauptsächlich momentan selber. Ich meine, die IGED hat damals auch die Liquid-Leitlinie mit rausgebracht als Empfehlung durch bestehende Richtlinien, die in der EU bestehen. Warum muss man das noch weiter vertiefen? Warum muss man das noch weiter regulieren, drücken und für uns, für die Konsumenten, tot treten in dem Sinne. Ja, vorbei regulieren am eigentlichen Zweck und am eigentlichen Erfolg. Genau, richtig, genau. Ja. Ja. Also ich hoffe, dass das auch ankommt. Ne? Also das, ich weiß nicht, wie das in so einem Petitionsausschuss läuft, wie viele Unterschriften die für andere Petitionen kriegen. Also knapp 30.000 ist ja schon mal eine Hausnummer, ja. Ich weiß nicht, wie die damit umgehen. Bin ich mal gespannt, wie das aufgenommen wird und wie das ankommt. Also ich möchte es mal so sagen, also ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, was jetzt laut EU-Regularien eine offizielle Petition wäre und was nicht, ja. Es ist auf jeden Fall eine Meinungskundgebung. Herr Schulz hat es zur Kenntnis genommen bereits. Sein Büro war auch uns sehr offen gegenüber, weil ich meine, sie hätten auch sagen können, wisst ihr was, braucht ihr gar nicht erst anreisen, es bringt euch ja eh nichts. Sie waren sehr offen gegenüber und deswegen denke ich, dass unsere Meinung schon gehört werden will, auch von einigen MEPs und dass da auch der Druck auch seitens dieser MEPs erfolgt. Und ich denke schon, sie wird vielleicht jetzt nicht dafür sorgen, dass jetzt alles gekippt wird, das definitiv nicht, aber sie wird dafür sorgen, dass sich einige vielleicht doch nochmal Gedanken machen, über was sie da überhaupt diskutieren. Ja, ich finde, der Zeitpunkt ist sehr gut gewählt, weil so wie wir gerade erfahren haben von Steffi, ist es ja so, dass sich jetzt eine Menge tut offenbar. Es findet, wir finden Gehör. Die MEPs, die Abgeordneten diskutieren darüber, sie befassen sich damit. Und dass der Pressekonferenz, die Dave Dorn initiiert hat, mit den vier Mitstreitern da, den Bekannten und berühmt will ich jetzt nicht sagen, aber eben mit Leuten, die durchaus eine Aussagekraft haben in der Gesellschaft. Das passt doch alles sehr gut im Moment. Also das eine Puzzle reiht sich jetzt zum anderen Puzzle ein und insgesamt, ich denke natürlich auch noch an die Demo hier in Deutschland, in Düsseldorf und Berlin, insgesamt konzentriert sich die Aktion rund um die E-Zigarette, finde ich, sehr gut in den letzten Tagen. Es passiert sehr viel. Wir sorgen dafür, dass wir im Gespräch bleiben und Gehör finden einfach. Also das passt im Moment, finde ich, sehr gut. Es konzentriert sich sehr gut alles. Ja, also momentan, wie man merkt, sind die Dampfer sehr aktiv und das ist auch wichtig. Es ist richtig und es ist wichtig, dass wir gemeinsam irgendwie versuchen, unseren Standpunkt endlich mal darzulegen. Ich meine, diese Regulierungswahn, der sich ja nicht nur auf die Dampfe erstreckt, sondern auch auf alltägliche Dinge, Dinge, die so absurd sind schon, wo man sich fragt, haben die nichts Besseres zu tun? Anscheinend haben sie nichts Besseres zu tun. Und es kann es nicht sein, dass man uns mündige Bürger vorschreibt, was wir wann irgendwo zu inhalieren, zu kaufen oder zu verbrauchen haben. Irgendwann muss es gut sein und deswegen müssen wir jetzt konzentrierter und mit voller Engagement einfach dranbleiben an diesem Ball, weil dieser Ball rollt jetzt und dieser Ball, den können nur alle gemeinsam in dieses Tor bringen, in das wir wollen. Der Ball rollt, das Eisen ist heiß und kann jetzt sehr gut geschmiedet und geformt werden. Das ist einfach so ein Bild, was mir gerade noch dazu einfällt. Aber genauso sehe ich es auch. Das ist im Moment sehr gut. Ich versuche nochmal chronologisch weiterzumachen. Wenn ihr das morgen übergeben habt, chronologisch. Morgen ist der, den 11. September. Der nächste Meilenstein, der anliegt, wenn man auf den Kalender guckt, ist der World Vaping Day, der diesmal zum zweiten Mal stattfindet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wann ist der und was ist das eigentlich? Also der World Vaping Day ist am 19. September, das ist ein Donnerstag und es ist nicht nur ein Tag, also er fängt am 16.09. an und endet am 22.09. Aber das offizielle Datum ist der 19. Es soll einfach
sagen wir mal, eine Auflistung verschiedener Aktionen sein. Zum Beispiel offene Stammtische für jeden Dampfer offen und nicht irgendwie nur dieses Forum, sondern für jeden Dampfer geöffnet. Oder Informationsrunden oder auch Sonderverkäufe. Also es ist vieles. Weitere Informationen findet man darüber auch auf den World Vaping Day Seiten oder auch bei uns auf der Vereinsseite. Die Vereinsseite ist die iged.org. Genau, das richtig. Ist Gemeinschaft edampfen.org. Da steht was zum World Vaping Day drin, aus eurer Sicht, als auch der Link, die Webseite von der, ich sag mal, offiziellen weltweiten World Vaping Day. Ich weiß gar nicht, wie heißt sie? Heißt sie auch .org? Die offizielle ist die .com. .com, ja. Genau. Gibt es da noch irgendwas, was der Otto-Normal-User da jetzt noch tun kann? Also zum World Vaping Day kann er natürlich tun, sagen wir mal, wir nehmen jetzt einen Stammtisch als Beispiel. Er sagt, ja, ich will daran teilhaben an dem World Vaping Day. Jetzt sage ich, dieser Stammtisch ist nicht ein reiner etc.-Stammtisch, also irgendeines der Foren-Stammtische, sondern ist für jeden offen. Jeder kann kommen, jeder kann mit uns Spaß haben, feiern, gemeinsam dampfen, Liquids probieren und das wird dann in einer Liste eingetragen beziehungsweise im Rahmen dieses World Vaping Days stattfinden. Mhm. Also es kann jeder was dafür tun. Es kann jeder wirklich dafür was tun. Er kann sich auch mit Flyern auf die Straße stellen, ein bisschen was verteilen, einen Informationsstand in seiner Stadt errichten. Also es sind die Möglichkeiten sind sehr vielfältig, die man dort tun kann, um das Dampfen populärer zu machen und auch den Leuten draußen zu zeigen, für was wir überhaupt einstehen, um was es uns eigentlich geht. Ich habe zum Beispiel jetzt, nachdem ich das gelesen habe, auf der IGED-Seite, und ich denke, die IGED-Seite hat mich auf die Idee gebracht, sonst hätte ich das ja nicht gemacht, ich habe zum Beispiel unseren lokalen Radiosender angeschrieben per E-Mail. Ob sie das nicht an dem Tag mal thematisieren könnten, habe denen in der E-Mail auch geschrieben, dass wir eine furchtbare negative Medienkampagne uns gegenüber sehen und ob es nicht vielleicht möglich wäre, an diesem Tag, der extra für die Dampfer den sozusagen gewidmet ist, einfach ein bisschen über uns zu berichten. Eine Antwort habe ich noch nicht gekriegt, aber wenn, dann auch noch keine Ablehnung. Auch noch keine Ablehnung, ne? Auch noch keine Ablehnung. Gut, aber das ist eine gute Idee, diesen World Vaping Day im Kontext einfach, in dem wir uns zeitlich im Moment befinden, dass der sich auch einreiht in die Bewegung, wo der Ball gerade rollt und das Eisen heiß ist, den da mit reinzunehmen und diese Bewegung einfach mit zu nutzen, die wir gerade haben. Beispielsweise, wie du das gerade sagst, Steffi, durch Öffentlichkeitsarbeit mit einem lokalen Radiosender, ja. Ist eine gute Idee, das Eisen da weiterhin heiß zu halten. Wenn wir nochmal weiter gucken, chronologisch wieder, ja, dann ist natürlich auch, ist es so, wenn gerade die Lesung im EU-Parlament gestern am 9. September verschoben wurde, so wie wir gerade gehört haben, verschoben heißt, es ist auf den, was war es jetzt, der 8. Oktober verschoben wurde, auf den eigentlichen Termin. Ne? Genau. Das ist auch nicht, zwar auch nicht mehr allzu lange hin, aber das ist der nächste Meilenstein, den wir haben. Der Termin, der gestern war, ist eben knapp einen Monat später. Die Zeit sollen und können wir gut nutzen, dass sich die Leute im Parlament, die darüber entscheiden werden, dass wir die einfach nutzen, um die Leute zu briefen und denen aus unserer Sicht klarzumachen, wie wichtig das ist, was sie dort diskutieren, informieren und letztendlich auch, wie sie darüber abstimmen. Es wurde sogar von einem MEP aufgerufen, wirklich konstruktiv mitzuarbeiten. Ich gebe jetzt einfach nochmal meinen Bildschirm frei. Wir haben nochmal so eine Twitter-Sammlung von Chris Davies, der schreibt, dass es jetzt noch 4 Wochen Zeit sind und dass er versuchen will, ein Compromise-Amendment zu erarbeiten, das maximale Unterstützung kriegt über die Parteien und über die Nationalitäten. Und er ruft dazu auf, dass die Campaigner, also alle
Leute wie wir eigentlich. Vielleicht auch die IGED, die da ein bisschen mehr Gewicht hat. Also, dass die alle mitarbeiten in anderen, also gerade aus anderen EU-Ländern, als wo er jetzt ist. Er ist in UK. Und dass sie ihn bitte kontaktieren mögen, um konstruktiv mit an dieser an diesen Amendments zu arbeiten. Die Möglichkeit haben wir bis jetzt noch gar nicht so gehabt, glaube ich, dass jemand von den MEPs offiziell gesagt hat, Leute, kommt her und arbeitet mit mir. Also das finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Das hat er schon letzten Donnerstag geschrieben. Also es ist eine Einladung, ihn anzusprechen, und zwar länderübergreifend, um den Ball weiter rollen zu lassen und in die Richtung zu bewegen, in die er bewegt werden muss. Das heißt, er bietet seine Hilfe an, die er in seiner Macht oder in seiner Position als MEP, als Abgeordneter vom EU-Parlament hat, dass man seine Kräfte länderübergreifend bündelt. Genau. Ja. Also das finde ich auch eine echt gute Sache. Chris Davis gehört zu den Liberalen, also zu ALDE. Das sei dann noch zugesagt. Aber wir müssen natürlich weiterhin alle anderen informieren. Also da gibt es gar keinen drumherum kommen. Wir müssen jetzt auch Druck machen. Vor allem an die Leute, die diese Entscheidung am 8. Oktober mittragen. Bis zum 8. Oktober zu warten, ist wahrscheinlich viel zu lange, Norbert. Ne? Die haben eine Frist, wann... Das müsste dann der 4. Oktober sein. Bis dahin müssen die Änderungsanträge abgegeben sein, damit sie dann am 8. noch berücksichtigt werden bei der Besprechung und Vorstellung und der Abstimmung, die dann am Tag danach erfolgt. Und da wäre es dann für uns im Endeffekt wichtig, dass sich nämlich, also im Moment haben drei verschiedene Fraktionsgruppen, Fraktionen bzw. Fraktionsgruppen Änderungsanträge eingebracht, die alle nicht so ganz toll sind, eben weil sie keine Zeit hatten, da was Vernünftiges auszuarbeiten. Und diese drei Gruppen müssen sich jetzt im Endeffekt einigen auf einen gemeinsamen, auf einen gemeinsamen Änderungsantrag, der in unserem Sinne ist und unter anderem zum Beispiel explizit verhindert, dass das Aromaverbot durch die Hintertür reinrutscht. Wie in zwei von den bisherigen Änderungsanträgen es passieren würde durch den Artikel 6. Da wäre dann, da steht drin, also in den Änderungsanträgen steht drin, ja, dass halt auch der Rest von dem, was da berücksichtigt werden, was in der Tabakproduktrichtlinie steht, für Tabakprodukte berücksichtigt werden soll. Und dazu gehört dann der Artikel 6 und der wäre ein Aromaverbot. Und das wollen wir nun mal definitiv nicht. Genau. Dieser Artikel 6, der sagt auch nicht nur das Aromaverbot, sondern auch eine Einschränkung oder Verbot von anderen Zusatzstoffen, die in einem Anhang dann definiert werden. Den Anhang, der ist in der jetzigen Fassung, so wie er ist, erstmal noch leer. Aber es gibt auch noch einen früheren Anhang und da steht zum Beispiel auch Propylenglycol drin oder Glycerin. Wenn das natürlich auf 5% oder 10% oder wie auch immer sie das für Tabakprodukte einschränken wollen, das wäre für uns natürlich fatal. Das wäre, dann wären wir raus aus der Nummer. Ja. Das darf nicht, wir dürfen nicht unter Artikel 6 fallen. Das ist im Prinzip erstmal das Wichtigste. Der Rest ist ja schon fast egal. Also Hauptsache nicht Artikel 6. Heißt ganz einfach zum Beispiel auch das Verbot des Internethandels. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Artikel das ist, aber und ob das überhaupt jetzt umgesetzt wurde, das habe ich mir jetzt noch nicht genau angeguckt. Aber wenn, aber das wäre für uns auch etwas stark einschränkend, um es mal schwach zu formulieren, weil die Bestückung mit Offline-Shops und deren Auswahl ja doch noch sehr, sehr spartanisch ist und sehr problematisch. Und die ganzen
Wenn man da zum Beispiel mal an Ostwestfalen denkt, wo meine Eltern wohnen, da gibt es im Umkreis von 60, 70 Kilometern keinen einzigen Offline-Shop, nicht mal eine Tankstelle, die E-Zigaretten hat. Da bist du darauf angewiesen, über das Internet zu bestellen, ne? Genau. Das heißt, wir müssen jetzt echt die Zeit nutzen, wo sich die größere Masse, außer, also größer als der Envy-Ausschuss, mit dem Thema befasst, genau. wo die ihre Meinungsbildung beginnen, dass wir diese Zeit nutzen und sie, dass der, na, so wie wir das eigentlich in der Vergangenheit immer schon gesagt haben, der Dauerlauf geht weiter, dass wir die EU-Parlamentarier wieder durch Mails darauf aufmerksam machen und einfach jeder wieder Mails an die EU-Parlamentarier schreibt, wie wichtig das Thema ist. Dass sie in der Meinungsbildung an der Stelle von uns unterstützt werden, dass es viele Leute sind und dass es ein wichtiges Thema ist, über das sie dort abstimmen werden. Ja? Und nicht lange warten, sondern möglichst bald wieder loslegen mit Mails. Ja? Möchte ich noch auf einen anderen auf eine andere Zielgruppe hinweisen, die auch noch ganz wichtig ist, nämlich die deutschen Verbraucherschützer, das Ministerium, das BMLEV, das Bundesministerium für Dingsbums und Verbraucherschutz. Mhm. Die vertreten uns, die Bundesrepublik, nämlich im EU-Rat. Mhm. Und die sind dann im Dezember dran, egal, wie jetzt die Abstimmung am 8. Oktober ausgeht, ob für uns oder gegen uns, der Bundesrat hat dann das Sagen. Und wenn die für uns sind, können sie eine schlechte Entscheidung des Plenums zurückweisen. Mhm. Oder wenn sie gegen uns sind, können sie eine gute Entscheidung blockieren. Das heißt, die sind dann als nächstes besonders wichtig. Ja. Gut, wir sind am Ende der Zeit mal wieder angekommen und ich mache das mal nicht so, wie wir das sonst immer gemacht haben, dass jetzt jeder ganz schnell noch irgendwie eine Verabschiedungsrunde spendiert bekommt, sondern wir sagen jetzt mal einfach ganz schnell im Chor, ohne dass das geplant war, tschüss und bedanken uns bei allen, sagen auf Wiedersehen, bis nächste Woche hoffentlich und wir proben jetzt mal in den Chor, wir sagen einfach nur tschüss, 1, 2, 3, Tschüss.